bringst du sie dazu, nonstop an dich zu denken. In diesem Video bekommst du eine sichere Methode, mit der sie nicht mehr aufhören kann, an dich zu denken. Und ich sage Methode nicht, weil es ein Schritt-für-Schritt-Plan ist, den du an ihr anwenden kannst, wie an einem Roboter, an dem du Knöpfe drückst. Nein. Das ist was für die anderen. Ihre Knöpfe zu drücken, dich wegen ihr dann auch noch verrückt zu machen, was du wann wie sagen sollst oder wie du dich für sie verbiegen musst, sie zu manipulieren. Nein, es ist eine Methode, weil du dich als Mensch damit inhärent sicherer fühlen wirst, dich vor ihr auch attraktiv zu fühlen. Wie du selbstbewusst wirst, sodass sie sich dir nicht mehr entziehen kann. Was jetzt folgt, ist, wenn du so willst, einer der besten Leitfäden, um vor Frauen ganz natürlich charmant und attraktiv zu wirken. Dafür ist wichtig, dass du erstens Spannung erzeugst und zweitens Spaß hast. Und diese beiden Faktoren lernen wir natürlich am besten bei dir im Detail kennen. Und das machen wir in der kostenlosen Flirttyp- und Charisma-Analyse. Wenn du also möchtest, dass wir deinen individuellen Flirttyp analysieren und dann einen Leitfaden entwickeln, wie du charismatisch auf Frauen wirken kannst, dann komm in die Charisma-Analyse mit diesem Link. Und du findest den Link in der Beschreibung. Natürlich können wir auch jetzt schon einen ersten Rahmen aufzeichnen, denn diese beiden Faktoren sind tatsächlich bei allen Frauen und Männern wichtig. Spannung oder noch besser sexuelle Spannung erzeugen wir, indem wir mit unserem Interesse füreinander spielen. Das heißt, wir machen es leicht erratbar, dass wir an ihr sexuelles Interesse haben, aber auf eine diskrete Weise. Wenn du dein sexuelles Interesse diskret an ihr zeigst, dann wird sie das im Gegenzug erkennen und oft auch mitspielen. Und diesen Tanz, den nennen wir Flirten. Und wenn du wissen möchtest, wie du mit ihr innerhalb von 5 Minuten flirten kannst und das auf eine sehr tiefgründige und herzliche, ehrliche Art und Weise, dann empfehle ich dir dringend, diesen Kanal hier zu abonnieren, denn dort findest du einen Haufen an diesen Videos. Und eine andere Art, Spannung zu erzeugen, ist unser Augenkontakt. Und wir sagen dazu Vakuum. Denn was ist guter Augenkontakt? Nicht zu viel und nicht zu wenig. Guter Augenkontakt erzeugt einen Sog. Du kannst natürlich auch währenddessen ab und zu einfach umherschauen, denn das macht den Sog noch natürlicher. Aber wann es wirklich unabdingbar ist, den Augenkontakt zu halten, ist nachdem du etwas gesagt hast. Erst recht, nachdem du etwas Riskanteres, Anzügliches oder eben Flirtiges gesagt hast. Wenn du zum Beispiel sagst, kann ich dich was fragen? Wie fühlst du dich eigentlich, wenn ein Mann, den du attraktiv findest, dir ganz lange in die Augen schaut? Dann halte den Augenkontakt. Zweitens, Spaß erzeugen. Und viele Männer fragen mich in unserem Gespräch, in der kostenlosen Charisma-Analyse, hey, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Auf der einen Seite soll ich mich interessant für eine Frau machen und sie irgendwie bespaßen, aber auf der anderen Seite sollte ich ihr nicht hinterherrennen. Was soll ich dann tun? Und hier ist das Ding, weil Spaß wird oft als bespaßen fehlverstanden. Du brauchst kein Macho zu werden, du brauchst kein Arsch zu sein, um der Richtige für sie zu werden. Du kannst genauso wie du bist, wie du jetzt schon bist, vielleicht still, vielleicht introvertiert, vielleicht schüchtern, aber mit Werten, ein guter Kerl, jetzt schon für sie der attraktivste Mann sein, den sie jemals kennengelernt hat. Es geht nicht darum, dass du sie bespaßt, sondern es ist dir ganz, ganz wichtig, dass du jemanden viel Wichtigeren in dem Moment bespaßt, nämlich dich. Geh auf die Dates, die dich interessieren. Sprich über die Themen, die dich interessieren. Bist du sonst eher zurückhaltend und interessierst dich vielleicht über Neuerungen in der Technik oder Medizin, über Kunst und Kultur und bist gerne in der Natur? Das ist super. Zeig ihr diese Welt. Mach das. Rede darüber. Aber hier ist das verdammte Ding. Mach das nicht, weil es ihr imponieren sollte, sondern mach das, weil es dir gefällt. Eine der Grundregeln in meinem Coaching, wo die Männer von ich habe fast nie Dates und wenn ich ein Date habe, dann weiß ich nicht, was ich tun soll und es macht mir überhaupt keinen Spaß, zu ich habe super gerne Dates und ich habe viele Dates, denn sie machen mir Spaß, führt, ist die Grundregel, suche in jeder Interaktion etwas, das dir Spaß macht. Denn wenn du an eurer Interaktion Spaß hast, ohne etwas von ihr dafür zu brauchen, dann beweist du in dem Moment etwas, was so selten und verdammt attraktiv in der Welt geworden ist.
Du beweist deine Unabhängigkeit. Du zeigst dir, dass dir ihre Bestätigung einfach nicht mehr wichtig ist. Dass du gerne geben kannst, ohne zurückzuerwarten. Dass du ein Mann bist, der etwas zu bieten hat. Und dass es nicht Geld, Status oder irgendetwas Materielles, sondern es ist deine Ausstrahlung. Und das ist, was funktioniert. Du willst sie in deine Welt einladen und dort ist sie herzlich willkommen. Aber wenn du stattdessen nur über sie redest und sie die ganze Zeit über sie ausfragst, ohne dass du sie in deine Welt einlädst, dann wird sie nie die Gelegenheit haben, dich kennenzulernen, sich in dich zu verlieben. Sie könnte sich höchstens vielleicht nochmal in sich selber verlieben. Aber wem ist damit geholfen? Sie muss dich auch kennenlernen, damit sie diese Anziehung zu dir entwickelt. Deine Themen kennenlernen, deine Lieblingsplätze, deine Werte und deine Emotionen. Und wenn du diese beiden Dinge gelernt hast, dann wird sie nicht anders können, als den ganzen Tag nur noch an dich zu denken und all ihren Freunden von dir zu erzählen. Du merkst es selber, hier geht es nicht darum, eine schnelle Nummer zu bekommen. Hier lernst du, wie du nachhaltig schöne und intelligente Frauen verführen wirst. Also abonnier den Kanal, klick auf die Glocke, denn es ist komplett kostenlos und dann wirst du kein einziges Video verpassen und der Erste sein, der informiert wird, wenn ein neues Video rauskommt. Wenn du jetzt anfangen willst, wenn du nicht mehr warten möchtest und einsam aufwachen willst, sondern jetzt anfangen möchtest, darüber zu reden, wie wir dein inneres Charisma aus dir herausholen, dann red mit einem meiner Coaches im Team in der kostenlosen Charisma-Analyse. Den Link dafür findest du hier und in der Beschreibung.